Tag 3 bei den Australian Open. Die gute Nachricht aus deutscher Sicht, Julia Görges hat den Einzug in die dritte Runde geschafft. Sie bezwang heute die an 13 gesetzte Kroatin Petra Martic nach einer wirklich einfachen, starken Vorstellung mit 7-5 im dritten Satz. Anschließend zeigte sich Görges richtig happy über ihre Performance. Sie schlug 13 Asse und vor dem Turnier hier hatte sie angekündigt, dass sie für jedes Ass, das sie in Australien schlägt, 100 australische Dollar an die Opfer der Buschbrände spenden wird. Also auch eine richtig tolle Sache, wie Görges macht. Kommen wir nun zur schlechten Nachricht des Tages. Philipp Kohlschreiber konnte leider nicht zu seinem Zweitrunden-Match gegen Stefanos Tsitsipas antreten. Ein Einriss im Bauchmuskel machte eine Teilnahme leider nicht möglich. Richtig, richtig schade. Es wäre nämlich wahrscheinlich eine richtig tolle Partie geworden. Eine weitere schlechte Nachricht, unser deutsches Erfolgsdoppel Kevin Kravitz und Andreas Mies schied in der ersten Runde aus. Er verlor überraschend gegen die Kasachen Kukushkin und Bublik. Sichtlich geknickt waren die beiden dann nach der Niederlage. Für beide geht es hier noch weiter im Mixed. Aus internationaler Sicht gibt es zu vermelden die Nachricht des Tages, dass Caroline Wozniacki noch nicht aufgehört hat, denn sie spielt hier bei den Australian Open ihr letztes Match. Sie bezwang heute die Ukrainerin Dajana Jastremska mit 7-5, 7-5 und zeigte mal wieder ihre Kämpferqualitäten. Ebenfalls weiter ist die 15-jährige Amerikanerin Coco Gauff, die nun auf Naomi Osaka trifft. Das wird bestimmt auch ein richtig gutes Match. Gleich beginnt es hier richtig zu regnen in Melbourne. Roger Federer wird wohl seine Night Session unter dem geschlossenen Dach der Rod Laver Arena bestreiten. Morgen geht es weiter mit 4 deutschen Partien. Lauga Siegemund ist im Einsatz, Peter Jovcic und Angelique Kerber und Alexander Zverev. Alle sind in der Day-Session vertreten und darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Bis morgen in Melbourne. Ciao.